Willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Let's Play Dungeon Keeper. Ja, Freunde, ihr habt richtig gehört. Es geht mit Dungeon Keeper endlich weiter. Yay. Ach, Freunde, ihr ahnt es ja nicht. Ihr ahnt es nicht, was ich hier für einen Stress hatte mit diesen... Ach, nein. Nein, ich hab dazu nichts zu sagen. Wir sind immer noch in Penburg, ja. Immer noch in Penburg, ich habe gerade pausiert hier, dann ich habe hier alles soweit mehr oder weniger alles nachstellen können. Ich wollte eigentlich, also ich hatte gerade schon alles aufgenommen gehabt, ne? Und dann merke ich, die Videodatei ist kaputt. Die Videodatei, die ich gerade aufgenommen habe, ist kaputt. Ich kann sie nicht rendern. Also, kann ich nichts anfangen, ja? Und glaubt mir, Freunde, ich war schon im nächsten Dungeon, ich hatte den schon komplett aufgebaut gehabt, ich hätte extra nochmal neu überzogen alles, ne, weil es einfach schon so ewig keine Folge mehr gab, ne, da hatte ich einfach eine Doppelfolge rausgehauen. Aber wisst ihr was, Freunde, ich bin's jetzt echt leid, ich will jetzt einfach nur noch diesen blöden Dungeon Penbock zu Ende bringen und dann nie wieder hier rein, ja, nie wieder. Ich bin echt so kurz davor... So kurz, ne? Das seht ihr jetzt, ne? Vor allem, ne? Seht ihr jetzt da nicht, aber ihr könnt es euch sicherlich denken, ich hatte gerade mein Daumen, mein Zeigefinger gerade ziemlich nah beieinander, ja. Ausgestreckt beide, ne? Und so kurz bin ich jetzt davor, Dungeon Keeper einfach das Projekt abzubrechen, weil es gibt einfach so viele Probleme. Ich hatte mit keinem anderen Projekt, hatte ich so krasse Schwierigkeiten gehabt, wie mit Dungeon Keeper. Zum Beispiel dieser Penburg Dungeon hier, ne? Dieser Dungeon. Wie oft haben wir den jetzt mal neu angefangen und was ist denn hier los? Was? Haben wir irgendwie Besuch bekommen oder so, von dem ich nichts weiß? Es sieht ganz danach aus, als wäre ein Großteil meiner Fallen ausgelöst worden, aber ich weiß nicht warum, weil hier war überhaupt gar kein Gegner drinne im gesamten Dungeon. Das verwundert mich doch gerade ein bisschen. Naja, egal, ich bin durch diesen ganzen Billy und Gary Dungeon durchgerannt. Ich hab den eigentlich im Grunde genommen nur durch meinen riesigen Köderraum, mit dem relativ großen Köderraum. Hier, den muss ich gerade zeigen. Ich hab eigentlich nur die Kreaturen von Billy und Gary geklaut. bin ich ganz ehrlich. Und da hätten die am Ende gar keine Kreaturen mehr. Gary hat noch ein paar gehabt, aber die habe ich alle mit einem Virus niedergestreckt. Und ja. Jetzt stehe ich hier, etwa wieder an der gleichen Stelle, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Und jetzt stehen wir hier vor der geschlossenen Tür. Und es geht einfach jetzt mal weiter. So, bin den ganzen Rotz hier langsam leid, ganz ehrlich. So, da rast irgendwas auf. Okay, gut. Ich bewache jetzt einfach mal die Tür, weil in der letzten Aufnahme, die ja nichts geworden ist, stand hier auf einmal ein Dungeon Doggy und Detlef. Detlef, der Haunt Reaper. Und die haben einfach mal die Eisentür jetzt zerstört und dann... Eure Kreaturen haben ein mysteriöses, magisches Kästchen entdeckt. Ja, was denn überhaupt? Kreatur wiederbeleben, sehr schön. Dann, halt. Ich bleib doch stehen. Halt, was? Idiot. So, Kreatur wiederbeleben. Was wollen wir wiederbeleben? Keine Ahnung. Ich lasse es jetzt einmal noch schon mal stehen. Das ist heftig, das mit dem höchsten Level, was ich verloren habe, war ein Imp. Gucken wir gleich nochmal durch hier. Ja, ich hatte auf meiner externen Festplatte nebenbei noch erwähnt, ich habe eine ungerendete Folge noch gefunden, die ich allerdings nicht veröffentlichen werde. Aus einem ganz einfachen Grund, es passiert in dieser Folge absolut gar nichts. Die war nicht kommentiert, die war einfach nur vorgerendert gewesen.
Und es passiert rein gar nichts. Alles, was passiert, es gibt eine Sache, die passiert. Und das ist nämlich hier, ich baue diesen Dungeon hier extra für Detlef aus. Ja, Detlef bekommt seinen eigenen Dungeon. Mehr passiert in dieser Folge wirklich nicht. Bekämpfen sich gegenseitig. Ah, es ist soweit. Detlef dreht eure durch. Kreaturen haben ein mysteriöses, magisches Kästchen entdeckt. Nice. Der Kreaturentransfer. Na, das klingt natürlich echt geil. So. Detlef nehme ich jetzt mal wieder bei der Hand. Und ja, komm, wir bauen jetzt mal hier eine Brücke rüber, damit wir dieses leidige Thema endlich beenden können. Was machst du denn, du Affe? Auf die Idee kommen, dass er mal die Tür eintreten soll, kommt er natürlich nicht, ne? Meine Herren, hier. Soll sich mal gerade der Imp drum kümmern. So. Ich habe übrigens zwei riesige Schatzkammern noch gebaut. Diese Schatzkammer, die habe ich jetzt eben gerade erst gebaut. Jetzt ist sie schon so voll. Interessant. Und natürlich hier auf der anderen Seite habe ich auch noch eine große Schatzkammer gebaut, weil die Kreaturen gerade die ganze Zeit Gold haben, dass ich sie nicht bezahlen kann. Dabei haben sie einfach nur in der falschen Schatzkammer nachgeguckt. Die sind heute teilweise echt so strohdoof, ne? Ach, ja je. So, habe ich eigentlich irgendwelche Kreaturen noch in irgendwelchen Gefängnissen drinne? Ach, was soll's. Selbst wenn, dann juckt's mich jetzt ehrlich gesagt überhaupt nicht mehr. Detlef. Walte deines Amtes. So. Jetzt arbeiten wir mal gemeinsam. Ah, ihr seid. Ja! Jetzt trifft die doch mal. So. Ist jetzt mal gut. Kreaturen bekämpfen sich gegenseitig. Was geht? Ja. Die Imps sind übrigens nur aggro, weil Detlef gerade aggro ist. Hallo. Ich bin übrigens eingefroren. Ich kann wirklich gar nichts machen. Tragen den Sieg davon. Ich glaube eher nicht. So, das muss ich erstmal wieder alles wieder mal normal drehen, damit das wieder wie gewohnt ist. So, dann zieht ihr erstmal die ganzen Kreaturen ab. Hallo? Achso, ich kann den natürlich nur hier absetzen, ja klar. So, und jetzt kriegt Detlef kriegt jetzt auch noch mal ein bisschen Heilung, ja. Damit er wenigstens ein bisschen was aushält. Wo willst du hin? Hier. Ha, hier sind sie alle tot. Okay. Ja, okay. Nimmt mal die ganzen Gefallenen hier mit. So, Freunde, jetzt müssen wir stürzen sich auf den Gegner. Welchen Gegner? Untergebenen tragen den Sieg davon. Sehr gut. Sehr schön. Anspruch auf einen gegnerischen Raum. Jetzt müssen wir Folgendes machen, Freunde. Klar. Jetzt müssen wir wieder auf den Ritter warten. Über einen neuen Raum. So, wo ist überhaupt jetzt überall im Gefängnis? Hab ich noch gar nicht nachgeguckt. Ach, guck mal, die haben ja einen Spaß wieder. Ihr habt Anspruch auf einen Und die Kontrolle über einen neuen. Ihr habt Anspruch auf einen gegnerischen Raum. Ja, das ist ganz toll. Warte mal, was wollte ich jetzt mal gucken? Genau, wo einmal überall ein Gefängnis ist, wollte ich schauen. Kreaturen stürzen sich auf den Gegner. Ist es schon soweit? Tragen den Sieg davon. Nee, noch gar nicht. Wo die Kästchen hingestellt haben. Also eins ist natürlich hier, das haben wir schon gesehen. Das andere. Der Kreaturentransfer, das Wichtigere. Hier,
Ich habe den Kreaturentransfer schon mal gefunden. Sehr gut. Haben wir das schon mal erklärt? Eure Kreaturen stürzen sich auf den Gegner. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Ich will jetzt erstmal gucken, wo sich überhaupt hier überall ein Gefängnis verbirgt. Okay. Einmal hier unten. Euer Gefängnis ist zu klein. Was ist ein Gefängnis? Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Okay, dann gucken wir nochmal hier nach. Ja, okay, die haben ihren Spaß hier. Warte mal gerade. Die werden erstmal geheilt. Und zu Level 8er Zauberern sage ich ordentlich natürlich nicht nein, ne? Wo ist jetzt Detlef? Habe ich ihn losgelassen oder sehe ich ihn einfach nur gerade nicht in der Hand? So, warte mal. Okay. Okay, ich habe ihn nur gerade nicht in der Hand gesehen. Okay, dann passt das alles. Dann ist alles noch in, alles im grünen Bereich, alles in Buddha. Dann kommt ihr jetzt einfach mal mit. Und ich bin gerade hart am Überlegen, ob ich vielleicht Detlef opfern sollte. Also nicht opfern, aber ich bin hart am Überlegen, ob ich ihn vielleicht nicht auf die Folterbank bringe. Habe ich wenigstens einen Geist, der wenigstens nicht aggro wird bei jedem kleinen Dreck. Nennen wir hier immer das Gefängnis. Ein Widersacher wurde davon überzeugt, für euch zu arbeiten. Das hat jetzt aber gedauert. Ein Widersacher wurde davon überzeugt, für euch zu arbeiten. Ja, das ist der Meinungsverstärker hier, ne? Oh Gott, ja. Der arme Junge. Ja, da würde ich aber auch ganz schnell sagen, ich kämpfe doch lieber für euch. Bevor das mit der Familienplanung endgültig für immer war, dann sage ich lieber, okay. Im Dungeon zu kämpfen klingt doch auf einmal gar nicht so scheiße. So, und Detlef, den halte ich eigentlich nur in der Hand, damit er... So, kriegt er auch noch was hier ab. Damit er nicht wieder hier ein bisschen Amok läuft, ne? Das soll er ja nicht machen. Obwohl er eigentlich seinen eigenen persönlichen Dungeon hat. Eigentlich könnte ich ihn da jetzt absetzen, dann... Ah nee, warum sind da auf einmal irgendwelche... Viecher? Warte mal, ich will gerade eine Brücke hier bauen. Aus irgendwelchen Gründen... Aus irgendwelchen Gründen... Wurden die Lavafallen ausgelöst. Ich weiß echt nicht warum. Ich hab überhaupt nicht mitbekommen, dass da ein Gegner drin war. Also, da bin ich gerade echt noch überfragt. Sonst doch hier irgendwo? Nö. Wie haben die überhaupt die magischen Türen hier eingerissen? Hier war nämlich noch mal eine magische Tür und immer hier drüben. Eigenartig sind die Leute von heute, du. Na gut. So, wann kommt jetzt eigentlich endlich mal der Ritter von Penburg? Ich wette, der hat sich einfach nur verlaufen oder so. Komm, wir verkaufen diesen Rotz hier einfach mal. Braucht keine Sau. Bringt niemanden etwas ein. Der Vampir, der tanzt einfach nur mal rum. Davon überzeugt, für euch zu arbeiten. Okay. So. Und nun. Ja genau, ich kann mal gerade gucken, welche Kreatur ich wiederbeleben möchte. Hier ist wahrscheinlich noch die eiserne Jungfrau. Also interessante Kreaturen gibt es jetzt hier nicht, die ich hier beleben wollen würde. Besuch kommt! Der Widersacher wurde davon überzeugt, für euch zu arbeiten. Achtung, der Ritter kommt. Wir sollten euch ins Reich der Schatten zurückschicken. Ja, von mir aus, aber erstmal bist du dran. So, die prügeln alle auf Detlef ein. Mir ist auch egal, wenn er jetzt krepiert. Ich könnte ihn ja immerhin noch immer wieder beleben. Was? Wer bekämpft sich hier schon wieder gegenseitig? Detlef, das ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, um Diva zu spielen.
Kreaturen unterliegen im Kampf. Eine Tür. Detlef ist übrigens tot. Eure Handwerkskammer ist nicht groß genug. Das war gerade random. Sondern dann tragt man hier gerade hier die Toten davon. Und die Torten. So, und jetzt können wir eigentlich Folgendes machen. Ich hoffe, dass wir jetzt das... Okay, das macht eigentlich jetzt so einen großen Unterschied jetzt auch nicht aus, aber egal. Wir beleben jetzt einfach mal Detlef wieder. Detlef, die Soest. Ach, ihr bekämpft euch gegenseitig, okay. Ja, wartet mal. So soll es sein. Detlef ist jetzt wieder eine beruhigt. Wurde sehr. Detlef geht's wieder gut. Okay. Genug. Und Klaus Dieter, der. Warum hatte ich eigentlich gerade die ganze Zeit Klaus Dieter dabei gehabt? Ich weiß es nicht. Gut. So, was machen wir jetzt mit euch? Ihr bekommt jetzt alle erstmal ein bisschen Heilung nochmal ab. Klaus-Dieter bring ich gleich schon mal rüber nach Knittelfers. Das so heißt uns der nächste Dungeon. Ach, Freunde, warum denn? Hier, paar Schläge erstmal abbekommen. So, die Riesen, die freuen sich, die ich höre schon raus. Die haben ja nie einen Spaß. So, warte mal, wo haben wir jetzt unsere Folterkammer? Hier! So, da hat man viel Spaß, Leute. Und einmal gucken, wo der Kreaturentransfer ist. Der war doch irgendwo hier. Warte mal, machen wir mal so auf die einfache Art und Weise. Hier. Ha, genau. Klaus Dieter. Da. So soll es sein. Tschüss, wir sehen uns dann später. Und der andere Ritter, der... Ja, gut, der... ist gerade irgendwo hier unterwegs. Eure Kreaturen bekämpfen sich gegenseitig. Eure Kreaturen werden ärgerlich. Ist jetzt mal gut. Es gibt nichts mehr zu forschen. Ist mir egal, ich wollte dir absetzen. Wer wird ärgerlich? Oh, der schon wieder. Warum denn? Was ist falsch bei dir? Hier. Lauf im Tempel ein bisschen auf und ab. Das beruhigt dich vielleicht. Dieser komische Singsang. So, warte mal. Ich nehme jetzt alle Vampire. Alle Vampire, die ich habe. Drecksvieh. Und die bekommen... Die kommen jetzt alle in diesen Dungeon hier oben rein. Ein Widersacher wurde davon überzeugt, für euch zu arbeiten. Ihr habt dieses... Der Dauererfolg macht mich wahnsinnig. Ich danke euch, Zerhältiger. Ja, bitte, bitte. Bitte, bitte. Damit haben wir das auch geklärt. Und einfach, ich will es einfach nicht weg. Ich will den Penburg Dungeon einfach nicht mehr sehen. So. Viel Beinfelden. Wir haben dieses Gebiet erschlossen. Nun brüten hier unsere Legionen von Käfern und Fliegen. Es ist empörend, dass diese Felder früher nur zur sinnlosen Erzeugung von Nahrung für die schwächliche Bevölkerung dienten, die hier in sogenanntem Frieden lebte. Ja, empörend ist das, na, ekelerregende schwächliche Bevölkerung oder so. Naja, Hauptsache Penburg ist abgeschlossen, so. Ich bin froh darüber. So, guck mal, wir sind sogar ganz oben. Sogar beste Bewertung. Ja, Kapitel 14, dreimal abgeschlossen. Dreimal schon. So. Nie wieder nach Penburg. Knittelfers. Ein Dorf von einfach perverser Zufriedenheit.
Es ist echt kriminell, dass eine Horde untoter Vigilanten noch nicht jede Seele dort massakriert hat. Aber wenn es irgendwo noch Gerechtigkeit gibt, dann ist es bald so weit, du Herr. Oh, was? Gerechtigkeit? Ja, ja, Gerechtigkeit bringen wir gleich mal über Knittelfers. Okay, auf nach Knittelfers. Ich guck gerade mal auf die Uhr. Ja, es... Ich geb Klaus Dieter wenigstens noch in sein Versteck, damit er glücklich ist. Okay, warte mal. Sieht so aus, als ihr einen neuen Trend gegründet. Zwei andere Dungeon-Keeper haben ebenfalls Modell des Reiches. Ihr braucht keinen Pardon zu erwarten. Okay! Dann erwarte ich damit das auch nicht. Klaus Dieter bekommt erstmal sein Versteck hier. So. Und einmal etwas zu phrasen. So. Alles klar. Und dann kommt hier schon mal die Schatzkammer rein. Zack. Alles klar. Und ja, jetzt machen wir einfach mal, jetzt buddeln wir uns einfach mal hier durch. Denn hier befindet sich, ihr habt schon gesehen, eine Juwelenader. Und die will ich natürlich alle haben. Alle Juwelen. Und dann können wir eigentlich gleich nebenbei noch hier die Schatzkammer etwas vergrößern. So. Alles klar. So, aus diesen drei Räumen hier oben will ich später einen großen Trainingsraum machen. Hier unten kommt die Bibliothek rein. So. Und in der nächsten Folge vergrößern wir auch noch diese beiden Räume hier. Und dann gucke ich nochmal weiter, wie wir hier weiterbauen. Ihr habt euch in ein neues... Ich hole mir erst ein paar neue Imps noch. Ihr habt nicht genügend, also zwei Gold. Stück. Dann, ja, bauen wir nächste Folge den Dungeon jetzt erstmal zu Ende. Kümmern wir uns dann um Billy und um Gary. Und eventuell nochmal einen Ritter. Ich gehe da mal von aus, weil Ritter gibt's immer. So, Freunde, das war's dann somit mit der neuesten Folge von Dungeon Keepers. War ja mal wieder Zeit. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich bin auf jeden Fall froh, Penburg endlich abgeschlossen zu haben. So. Und dann möchte ich an dieser Stelle sagen, ciao Freunde, das war's dann mal wieder für heute. Bis zum nächsten Mal, ciao, euer Martin. Tschüss, bis dahin.